So, ihr Lieben, drittes Rennen in Spa. Jetzt auch mit der Qualifying-Zeit. Porsche 911 RSR hat gerade schon für ein gutes Ergebnis gesorgt. Und jetzt werde ich von Anfang an Sprit sparen, auch ein bisschen hier und da. Denn mit null Stops kommt man durch und vielleicht geht es ja ordentlich nach vorne. Mal gucken. Geil, wie der Ferrari gefühlt mit so einem Schwung angeschossen kam, als hätte er die gesamte Gerade davor Zeit gehabt zu beschleunigen. Moin, Tobi. Jo, die AMG-Armada vor mir. 3 AMG GT. Ferrari hat sich gedreht. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Abgesehen davon, wenn sich der Erste und der Zweite uns so drehen würden, aber jetzt habe ich erstmal Ruhe. Ferrari ist auf der Geraden nämlich eigentlich echt ziemlich schnell.
Was macht der denn? So. Viel Sprit wird gerade gespart. Damit kann ich dann in der Phase, wo die anderen an die Box fahren, ein bisschen mehr angreifen. Immer so schwierig. Gibt es jetzt eine Strafe oder nicht? Nee. Sehr gut. Gutes Spiel. So, und hier sind wir direkt wieder dran. Sehr schön. Optimals habe ich mich für den Sub bedankt, oder? Falls nicht, merci für den Sub. Ärgerlich für den italienischen AMG-Fahrer. 5,5 Runden, wenn ich so weiterfahre. 64% Sprit. Ich habe 12% pro Runde verbraucht. Aber wenn man ganz easy 100 durch 8 rechnet, merkt man, oh, ich kann 12,5 pro Runde verbrauchen an Prozent. Das heißt, ich bin auf jeden Fall momentan in einem guten Bereich. Hinter mir kommt ein Audi näher, das ist nicht ein guter Bereich. Okay. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die auch hier sagen werden, das war keine Dive-Bomb. Das merke ich immer wieder. Egal wie eindeutig ein Zwischenfall ist, es gibt immer Leute, die müssen eine oppositionelle Meinung annehmen und sagen, nee, nee, war keine Dive-Bomb, es war eine legitime Attacke. Würde mich mal interessieren, ob das jemand hier als legitime Attacke sieht. Was ist da denn los gewesen, ey? Ja, moin. Das Gute ist, der Audi ist auf jeden Fall nicht darauf aus, Sprit zu sparen. Das heißt, ein bisschen vor dem Audi werde ich wahrscheinlich schon noch landen, wenn er so weiter pusht. Ist das da hinter mir nicht die Iron Force Lackierung oder täusche ich mich da gerade? Da ist links einer voll abgeflogen. Mal schön im Rückspiegel sehen können.
Ey Leute, sag mal, seid ihr eigentlich komplett... Was ist denn los mit euch? Wo habt ihr euer Motorsportwissen hergenommen? Jetzt mal alle in die Box fahren. Finde ich auch. Na gut, soll er einfach vorbeigehen. Kein Ding. Auch hier wird sich das Gehirn gegen reines Pushen durchsetzen. Jo, der Audi. Gut gemacht. So, jetzt gebe dann die Box Audi und der Porsche davor auch. Bei der Porsche ist mir egal, der Audi... Oh Gott, nee, macht er nicht. Der Audi muss an die Box gehen, weil der rutscht jetzt mittlerweile nur noch rum. Auto-Overtake sauber. So, running outside, running outside. Schönes Ding. Mit dem AMG musst du halt deutlich weniger Sprit sparen. Danke. Er ist ein komplett verhungern außen. Ey, ganz ehrlich, Leute, jetzt mal wirklich ernsthaft. Kannst du nicht
auf eine Situation warten, wo jeder sagen würde, schönes Manöver. Okay, ich habe auf jeden Fall noch über 25% Sprit, das heißt, ich werde auf jeden Fall am Ende jetzt Überschuss haben. So, mein Lieber. Ja, dann kriege ich halt mal ein Safety Rating Minus. Sorry, aber ich lasse den jetzt nicht die ganze Zeit neben mir herfahren, nur weil er neben mir ist, indem er mir in die Kiste fährt. Motorsport funktioniert ein bisschen anders. Genau, in echt würde er niemandem in die Kiste fahren. Der hätte sich das Auto schon viermal kaputt gemacht, so. In iRacing auch. Also es wäre, glaube ich, echt ein bisschen lehrreich für manche Leute, einfach ein Schadensmodell zu integrieren. So, und dann soll er mal zeigen, wo seine überlegene Pace hier gerade ist. Halt ärgerlich, weil eventuell hätte ich sogar den Viert- und den Drittplatzierten noch einholen können, wenn die Leute um mich herum einfach nicht so hardcore aggressiv wären und in jeder Situation einfach komplett mit dem Kopf durch die Wand gehen wollen. Schlapp machen, lieber Porsche. Okay, sein Porsche hat schlapp gemacht. Avantage Gaming. Ach komm, da kriege ich jetzt noch nicht wirklich eine Strafe für, oder? Nein. War fair. Der ist komplett nach innen gezogen, damit ich ihm nicht hinten drauf donner. Jawohl, es gibt eine Sekunde Strafe, aber das ist es, Mann. Das ist es. P4, ey. Geil. Schön taktisch gefahren hier. Puh, P4 nach Hause geholt. Halleluja.
Boah. Heiliges Kanonenrohr, ey. Was war das für ein krasses Rennen? Alter. Und da trudel die GGs ein. Merci, Leute. Alter. Ja, ey, das war krasses Rennen. Also, was da um mich herum passiert ist, I have no clue. Und einmal, gut, da habe ich gegen den einen zurückgeschlagen, auch wenn ich sage, hey, lass das Karma regeln, aber ja, ich weiß nicht, das ist halt immer, wenn du dich da so reinzwängst, indem du mir hinten auf den Kotflügel fährst, mich ein bisschen rausschiebst und dann sagst, ja gut, dann bin ich halt neben dir jetzt. Nee, bist du nicht. Fehlt nur noch, dass sie bei diesem Kamera-Klick-Sound irgendwie Werbung machen. Ich bin eine Nikon oder so. Ich bin eine Canon. Bam! Most unsportive driver of the sport. Würde Nico Hülkenberg jetzt sagen. Ja, war ein schönes Ding. Läuft. Da kann man auch, glaube ich, so gut für YouTube leben. Ne? Da können gerne auch die Leute auf YouTube gerne ein Like da lassen. Gerne ein Abo raushauen und auf Twitch vorbeischauen. Ciao!